Groß ist die Aufregung und der Schock, als im Herbst des vergangenen Jahres bekannt wird, dass sein Bruder seine eigene Schwester getötet hat. Am 18. September hier in der Buchsbaumstraße in Wien Favoriten. Die Schwester, die ist schon zuvor aus der elterlichen Wohnung geflohen, denn hier hat sie nicht leben können wie ein normaler Teenager. Die strenggläubige Familie hat ihr das verboten. Außerdem wurde sie immer wieder geschlagen und der junge Mann, der passt das Mädchen dann eines Tages bei der U-Bahn-Station Reumannplatz ab, lockt sie dann in den Hinterhof des Hauses der elterlichen Wohnung, vermeintlich zu einer Aussprache. Doch dann zückt er das Messer und ersticht die eigene Schwester. Daraufhin meldet er sich sogar freiwillig der Polizei. Er ist sogar noch stolz auf seine Tat, denn seiner Meinung nach hat er die Ehre der Familie gerettet. Er sitzt seither in Untersuchungshaft. Das Alter des jungen Mannes wird zuerst mit 18 Jahren angegeben. Das ist auch das Alter, das er und seine Familie angeben. Doch die Behörden, die haben Zweifel daran und forschen nach. Die Familie, die ist 2013 von Afghanistan zuerst nach Pakistan geflohen. Und da gibt es Dokumente, die jetzt ebenfalls die Zweifel erhärten an dieser Altersangabe. Hier in Wien möchte man dann schließlich durch eine Magnetresonanztomographie das wahre Alter feststellen. Doch er verweigert diese Untersuchung, weigert es, sich in die Röhre zu legen. Doch dann kommt der Zufall ins Spiel. Er verletzt sich die Hand und muss eine Röntgenaufnahme gemacht werden von seiner Hand. Und die anthropologische Untersuchung des Handwurzelknochens, die ergibt dann das wahre Alter. Er ist 21 und das hat für ihn gravierende Folgen, denn jetzt fällt er nicht mehr unter das Jugendgerichtsgesetz, das hier mildere Strafen für junge Erwachsene vorsieht, Erwachsene zwischen 18 und 21, sondern es trifft ihn jetzt die volle Härte des Gesetzes. Das bedeutet in diesem Fall 10 bis 20 Jahre, wenn nicht sogar lebenslänglich.